Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Colosseum. Im letzten Part haben wir den Turm tatsächlich endlich erreicht. Haben uns noch einen Scaraborn gefangen. Und schauen uns jetzt erstmal hier in der Empfangshalle an. Und hier gibt es tatsächlich einen Shop. Das ist gut. Also, ihr müsst euch ja nämlich erinnern, das ist eine Weile her. Wir haben uns in Fennec getroffen. Okay. Mein Name ist Rosso. Ihr habt mich vielleicht vergessen, aber ich vergesse nichts. Ihr hattet die Stirn, mein Igelava zu stehlen. Aber heute ist endlich der Tag der Abrechnung gekommen. Okay, hier ist also der Typ, der Igelava hätte. Wobei der vielleicht sich ändert, je nachdem, welchen man bekämpft hat. Das kann natürlich sein, weil er hat ja direkt gesagt, Igelava gestohlen. Hätte man eins der anderen genommen, wäre vielleicht jeweils der dort gewesen. Auf jeden Fall haben wir erstmal das Coin weg, denke ich. Ach du Schande, das war ja gar nichts. Okay, Coin mit speziellen Attacken anzugreifen, bringt schon mal nichts. Säurepanzer. Das heißt, Slamox ist auch relativ doof zu besiegen mit euch. Na gut. Probieren wir das trotzdem mal. Ja, das macht schon mehr Schaden, also. What the hell, was ist das Coink für eine Spezialverteidigung? So, die Sprungfeder. Könnte mich paralysieren. Warum ich auch immer recht haben muss. Was? Gut, das macht wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Aber dann würde ich sagen, solange Coink da immer seine Sprungfeder macht, greife ich lieber das an. Eieieiei. Flammerad und der Kryptoschlag. Na, ja, gegen das Ding mache ich auf jeden Fall mehr Schaden. Coink sprint wieder hoch und da kommt wieder die Stärke. Und Vibrava war leider schon K.O. Na gut, dann kommt jetzt noch Skogler. Denn auch Skogler hätte gerne wieder ein bisschen Befreiung. Und danach darf es erstmal Coink angreifen. Ach, fast. Okay, ist auch blöd. Hätte eh ins Nichts getroffen, insofern. War das ganz okay. Slamok kennt sich ein, what the fuck. Gegen Skogler bringt es nichts, also mache ich auch einen Schaufler mit Turnupto und rufe Skogler. Schon dürfte das kein Problem sein. Wie ich sehe, greift er sehr gerne zu zwei Phasenattacken. Sprungfeder und Schaufler. Jetzt ein Angriff, wo er erst abtaucht und dann angreift. So, und jetzt kann Groink endlich mal was abbekommen. Dynamox ist auch down. Und Coink bekommt den Kryptoschlag ins Gesicht. Oh ja, das macht guten Schaden. Und wieder der Schubball. Aua. Gut, dann bleibt jetzt eigentlich nichts übrig, außer dem Coink jetzt noch voll ins Gesicht zu geben. Aber leider ist Gorgler wieder aufgewühlt. Kann deswegen nicht den Schlag geben. Aber man sieht schon, seine physische Defensive ist sehr gut. Deswegen er so ein Spukball relativ wegsteckt. Und rufen wir es. Alles klar. So. Flammenrad erledigt aber nun endlich den Rest. Verflucht, schon wieder verloren. Tja. So kann's gehen. Schade, ich kann wirklich nichts einkaufen. Die Organisation, die diesen Turm gebaut hat, will hier wohl reiche Persönlichkeiten aus aller Welt versammeln und ein riesen Vermögen scheffeln. Aber dafür brauchen sie doch bestimmt eine Attraktion, auf die die Leute aufmerksam werden.
Genau, natürlich, dafür sind die Kämpfe mit Krypto-Pokémon gedacht. Sag bloß, was ist eins? Rasachow. Spalboss und Winona. Beide auf Level 40, also denke ich mal eher nicht, dass da ein Krypto-Pokémon dabei ist. Die sind momentan alle auf Level 40. Versuchen wir erstmal das Schwalboss wegzuhauen. Ja, das passt. Bumm. So. Magneton. Okay, das ist kein Problem. Das hält einem Flammenrad nicht wirklich stand. Hitzekoller. Eieiei. Das hält Skokla aber wahrscheinlich auch nicht stand. Wie ich es mir dachte. Au. Eieiei. So. Stiana, du bist wieder dran. Du darfst jetzt erstmal dem Bulnona die Stirn bieten. Auch wenn es wahrscheinlich eine Psychokinese standhalten wird, weil es eine gute Spezialverteidigung hat. Auf jeden Fall. Aber das Magneton ist schon mal weg. So, Platz. Na, fast. Jetzt kriegt sich schon wieder ein. Ah, Gott. Gut, dann würde ich sagen, du krebst dich auch ein. Und du hast das Maschok weg. Hört sich doch nach einem tollen Plan an. Da geht's auch schon down. Das war ziemlich simpel. Und solange das Volnona jetzt sogar das Tonupto angreift, ist immerhin sehr effektiv auf Tonupto. Genau, war es das auch mit Volnona. Auch wenn Tonupto wahrscheinlich doch. Tonupto ist tatsächlich sogar schneller. Als Psyana in diesem Fall. Cool. Dann. Laufe ich nochmal zurück. Um die Brava und Dingens wieder zu beleben. Sieht mir gar nicht ähnlich zu verlieren. Und kapiert, Kämpfe sind immer eine Attraktion, egal wer gewinnt und verliert. Na komm, dich mach ich noch platt. Du bist also der Mase von Team Krall. Mit dir wollte ich schon lange mal kämpfen. Jetzt zeig mir, dass du wirklich so toll kämpfen kannst, wie man immer hört. Besser als du auf jeden Fall. Eine Herausforderung von Biker Jack. Sandama und Morlord. Das ist jetzt tatsächlich eine relativ doofe Kombination. Aber okay, schauen wir mal. Flammenrad auf Sandama und ein Biss auf Morlord. Ah, fast. Da schon eher weniger Felskraper, also in meiner Initiative. Und ist natürlich sehr effektiv, macht aber zum Glück nicht allzu viel Schaden. Morlord schreckt zurück, wie er hofft. Und genau dieselbe machen wir nochmal. Dieselbe Runde. Nur, dass Sandama diesmal down geht. Und ein Donphan. Auch kein guter Gegner. Aber okay, probieren wir es trotzdem. Morlord schreckt wieder zurück. Sehr schön. Nach Tara, gute Arbeit bisher. Ja, aber klar, dass dann Donphan das überlebt. Nichtsdestotrotz sieht das doch gar nicht mal so schlecht gerade aus. Auch wenn man die Initiative weiter sinkt. Und diesmal kommt der Lebensschuss. Der könnte dann wahrscheinlich das Ende bedeuten. Nee, Tonupto überlebt noch, wow.
nicht schlecht, aber Initiative sinkt weiter. Eieieiei. Na, jetzt ist es auch schon langsamer als nach Taram, wahrscheinlich auch langsamer als Donphan. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Wenn es natürlich schneller wäre, wäre es praktisch. Na, komm schon. Jawoll, sehr schön. Da kam ich wenigstens darum nochmal. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir uns jetzt in den Aufzug begeben, werde ich nochmal einen kleinen Schnitt machen und mich heilen. Einfach nur ein bisschen Zeit zu sparen. Du, ich bin besiegt. Ja, das bist du. Definitiv. So. Was für ein Gegner. Tja, ja. So, also wir sehen uns gleich, wenn ich dann in den Aufzug gehe. Bis dann. So, und da sind wir auch frisch ausgeruht wieder. Und gehen jetzt in den Aufzug, den Slam für uns freigehalten hat. Wollen wir mal sehen, wo der hinführt. Und der uns direkt an die Spitze bringt. Führt auf jeden Fall weit nach oben. Und da ist er tatsächlich. So, ihr habt es tatsächlich bisher geschafft. Eine reife Leistung. Marse, Cosma, ich heiße euch herzlich willkommen im Largator. Man nennt mich Chakira. Erinnert ihr euch noch an unsere erste Begegnung damals in Fennec? Ich wusste gleich, dass wir uns irgendwann wiedersehen würden. Dennoch erstaunt mich euer Durchhaltevermögen. Der Weg hier herauf war hart. Mit Absicht. Aber genug geredet. Wir haben einen berauschenden Empfang und zu eurer Begrüßung vorbereitet. Ich werde mich schon einmal nach oben begeben und euch dort erwarten. Kommt doch bitte so schnell nach ihr könnt. So schnell ihr könnt. Okay. Marse, wir müssen schnell, wir müssen ihm hinterher. Ich kann wieder nicht mehr lesen, ey. Gott, ey. So, da sind aber noch Türen. Da möchte ich natürlich noch reinschauen. Ah, schau an. Gut, das ist natürlich praktisch. Da hätte ich nicht mal zurückrennen müssen. Unbedingt. Hallo. So, okay, meine Pokémon sind alle wieder fit. Und das bedeutet, ich kann jetzt ganz locker gegen dich kämpfen. Dann sind deine Pokémon aber gleich wieder nicht fit. Das Coole wäre, er dreht sich einfach um, heilt sich wieder und dann gibt er nochmal gegen. Einfach nur so zu verarschen. Fände ich irgendwie lustig. So, Tornopton wie Brava. Die Brava kann leider noch keine Drachenattacke. Das wäre jetzt gerade ziemlich praktisch. Ja, okay. Schauen wir mal, was wir so ausrichten können. Ah, fast ein One-Hit. Schade. Aber es brennt. Sehr gut. Das ist natürlich, der Angriff ist nur halb so stark. Und ansonsten hätte er verdammt viel Schaden gemacht. Und wie Brava geht in den Furio-Modus. Das wird wahrscheinlich sehr effektiv. Und natürlich noch paralysiert. Wunderbar. Und Muntier geht auch nicht K.O. Machen wir einen Sternschauer und rufen wie Brava. Wir können uns ja danach eh heilen, insofern. Jetzt sollten wir Brava wenigstens noch ein bisschen Erfahrung kriegen. Ja, war klar. Schade. Wenn Vibrava doch inzwischen ein paar Drachenattacken könnte. Was ich auch wieder rausgefunden habe durch das Let's Play von Sui. Wenn du Krypto-Pokémon im Furio-Modus hast und eine Attacke einsetzt, die nicht Krypto-Schlag ist, dann kann es passieren, dass die Pokémon nicht auf dich hören und sich selber wieder zurückwechseln. Ich weiß nicht, ob das zu 100% passiert. Wenn du keine Krypto-Attacke einsetzt, aber es passiert auf jeden Fall nur da. Solange du Krypto-Schlag einsetzt,
bleibt das Pokémon weiterhin drinnen. Macht halt immer Volltreffer. Dim-dim. Kam bei mir halt noch nicht so oft zum Einsatz. Fluch, blöder Spielverderber. Tja. So, wir können uns gleich wieder heilen. Wunderbar. Und dann wollen wir doch mal auf die andere Seite gucken. Da war nämlich auch noch was. Oder ich denke mal, nee, ist nichts. Schade. Erste Kit würde hier nicht glücklich werden. Keine Symmetrie. Eieiei. Nein, er ist weg. Mase, was sollen wir nun tun? Ich hab's da drüben. Wir benutzen ganz einfach den anderen Aufzug. Yeah. Oh nein, diesen hier können wir auch nicht benutzen. Und warum nicht? Achso, da kommt nur einer runter. Ah, hallo. Schon eine Weile her, was, Mase? Du wirst doch nicht sagen, dass du dich nicht einmal mehr an mein Gesicht erinnern kannst, oder? Diese Visage, der ist doch von Team Krall? Aber was macht dieser Verbrecher ausgerechnet hier? Was denn ausgerechnet? Du traust deinen Augen nicht, stimmt's, meine Kleine? Aber stimmt, ich bin Dark Krall, der Kopf des Team Krall. Merk dir meinen Namen. Und du willst wohl wissen, warum ich hier bin? Das willst du doch, Süße, oder etwa nicht? Krall nicht zweimal nach, meine Güte. Genau, das hier ist das Hauptquartier von Team Krypto. Da gibt es doch gar keine Verbindung zu Team Krall, oder? Haha, Überraschung, da gibt es sogar eine ziemlich starke Verbindung. Die Krallmaschine haben wir rechtschaffende Räuber, nämlich der Großzügigkeit von Team Krypto, zu verdanken. Und mit der Krallmaschine sollten wir uns die besten Pokémon in den Nagel reißen, die wir finden konnten. Was? Aber das bedeutet ja, dass alles ein Plan von Team Krypto war. Genau, du hast es erfasst, Kleine. Oben wartet ja Kira schon auf euch. Aber ganz so einfach mache ich es euch natürlich nicht. Vorher bezahlst du dafür, dass du unseren Unterschlupf zerstört und das Team Krall vernichtet hast. Denk nur nicht, du könntest mich so einfach besiegen. Na, auch noch den Anführer von Team Krall jetzt bekämpfen. Da, Krall, den sind wir ja bisher noch nicht begegnet. Außer in der ersten Cutscene. Ach du Schande, Level 53. What the fuck? Ja. Das ist gerade wahrscheinlich etwas problematisch. Puh. 5 Pokémon Level 53. Eieieiei. Na, aber immerhin Tengul ist fast besiegt. Leider nur fast. Während Vibrava auch nur fast besiegt ist. Aber es wechselt in den Furio-Modus. Kann deswegen das Tengulis nicht finishen. Boah, das Erdbeben haut Tonopto um. Trifft die Brava aber zum Glück nicht. Killt aber das Tengulis. Okay. Das heißt, erste Runde beide ein Pokémon verloren. Allerdings, ich habe auch noch eins ziemlich angeschlagen. Sardaf hat ein Pokémon weniger. Ist momentan noch recht ausgeglichen. Ja, und das Ding gefällt mir natürlich auch nicht, das Pinsir. Nichtsdestotrotz will ich erstmal Sariama loswerden. Weil ich da wahrscheinlich einfach mehr Schaden machen kann. Jawohl, ja. Putz, da war's. So, Krebutak. Okay, Dreschflegel. Gut, das ist nicht allzu stark, weil er noch nichts gemacht hat. Reicht natürlich aber für die letzten paar KP von Vibrava. Und wir holen uns Ampharos rein. So, Psychokinese gegen Pinsir und Donnerblitz gegen Krebutak. Sollte doch ordentlich Schaden machen, jawohl. Spezialverteidigung sinkt nochmal und Erdbeben. Ah, Schande. Au. Ein Volltreffer gegen Krebutak, na, das ist natürlich praktisch. Haut seinen eigenen Teamkollegen mit einem Schlag weg. Aber Ampharos überlebt. Sehr gut.
Finde ich nett. Oh, noch ein Panzer Aeron. Welches direkt den Donnerblitz abkriegt. Das ist wirklich sehr praktisch. Oder auch nicht, weil es ein Krypto-Pokémon ist. Ah, das ist jetzt dumm. Bitte hab Robustheit, bitte hab Robustheit, bitte hab Robustheit. Ah, es hat natürlich keine Robustheit. Das ist doch jetzt dumm. Okay, dann würde ich sagen, nach diesem Kampf muss ich erstmal was nachschauen. Und der Part ist dann zum Glück eh vorbei. Du bist ganz schön stark geworden, Marl. Jetzt selbst den Augenbrauen nach unten hängen. Voll geknickt. Wie wär's, Marl? Wollen wir nicht wieder gemeinsame Sachen machen und ganz von vorne anfangen? Du und ich, wir beide und die Krallmaschine. Nichts in der Welt wird uns aufhalten können. Was sagst du dazu? Nö. Ha, war doch klar, dass du das sagen würdest. Na gut, ist schon in Ordnung. Für dich gibt es sowieso keinen Ausweg mehr. Los, Mann, erwartet dich schon. Kann ich nochmal gegen dich kämpfen? Gut, okay, dann würde ich sagen, im nächsten Part sehen wir uns hier wieder. Kann allerdings sein, dass ich vielleicht sogar ein Stück zurück wieder gehe und ihn nochmal bekämpfe. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wann man ein Rematch gegen ihn haben könnte. Gut, wir sehen uns. Bis dann.